wir beginnen. Ihr marschiert einfach locker am Platz. Zieht mal die Knie richtig schön nach oben. Achtung. Jetzt beginnt mal mit einem Tipp zur Seite. Ganz locker. Zieht mal die Arme schön aktiv mit. Noch 8, 7. Noch 4-mal, noch 2-mal, jetzt gehen die Arme diagonal nach unten, tief, tief, streck den anderen Arm schön lang nach hinten aus, sehr gut, 8 Stück machen wir noch, 8, 7, Aufwärmen. Ihr bleibt hier, setzt die Hände am Boden ab und von hier aus wandern wir nach vorn in die Plank, wandern wieder zurück und richten uns auf. Nochmal. Nach vorn wandern, wieder zurück, schön lang aufrichten. Nochmal. Hopp. Wieder zurück, langer Rücken. Letzte Runde. Perfekt. Richtet euch auf. Okay. Jetzt kreist mal eure Knie im Wechsel. Sehr gut. Fließende Bewegung. Schön große Bewegung. Davon machen wir noch 8 Stück mehr. Noch 8, 7, 6 mehr. Die letzten 4. Noch 2. Letzter. Und stopp. Gut, wir starten. Erste Runde einfach, um den Puls ein bisschen nach oben zu bringen. Pass auf. Bounce mal locker am Platz. Ja, Fußspitzen. Belasten, Fersen hoch. Und jetzt. Wie beim Ball springen. Rope skipping. Wenn ihr nicht springen wollt, macht ihr das Ganze etwas moderater, sodass die Knie entlastet bleiben. Kommt. Kommt. Wunderbar. Die Arme schön aktiv mitnehmen. Und wenn ihr könnt, zieht mal die Knie ein bisschen höher. Ich gebe euch die letzten 8. Noch 8, 7, 6. 5 mehr. 4-mal. 3, 2 mehr. Achtung, Jumping Jack. Arm hoch. Schön lang zieh die Arme. Optional macht ihr einen Tap zur Seite. Ja, optional einen Tap. Hier wird die letzten 8. 8 noch. 7, 6 mehr. 5-mal. Noch 4, 3 mehr. Gut, zur Mobilisation nochmal der Hüfte und das gedrückte Rund. Macht man den Twist. Ja. Auf den Zehenspitzen. Arme bleiben oben. Sehr gut. Auch hier die letzten 8. Noch 8, 7, 6 mehr. Jetzt noch 4. Noch 3. Noch 2. Der letzte. Und stopp. Sehr gut. Jetzt starten wir mit der ersten Runde. Pass auf. Wir beginnen. Schaut mir einmal zu. Standbein gebeugt. Hinteres Bein nach hinten. Wir gehen von hier aus. Tief, hoch. Tief, hoch. Also, schön tiefen Ausfallschritt und dann das Bein kontrolliert nach hinten hochheben. 30 Sekunden. Los geht's. Tief. Macht es in eurem eigenen Tempo. Ja? Tief.
Nasenspitze nach vorn und das Bein schön aktiv beugen und strecken. Super, die letzten. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3. Wir machen einen fließenden Wechsel, Leute. Los geht's. Lang. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, das Bein hinten zu heben, dann einfach nur isoliert, tief und hoch. 8, 7, 6, 5, 4, weiter. Ich gebe euch die letzten 4 Mal. Noch 4, 3, 2, letzter und stopp. Sehr gut. Übung 2. Hände zum Boden. Bleibt hier. Stützt euch aus den Schultern und raus. Wir beginnen in Running. Single, single, halten, schau. 1, 2, halten. Halten. Optional. Langsam. Hopp. Hopp. 7, 7, stopp. 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 Und die Knie richtig schön ranziehen. Noch 8, 7, 6, 5, 4 mehr. 3, 2, letzter und stopp. Gut. Durchatmen. Zweite Runde. Gleiches Spiel nochmal. Standbein stabil. Tief. Beinabduktion. 1, 2, 3. Die Nasenspitze am besten nach unten richten. Okay. Ich gebe euch noch 8, 7, 6. 4 noch, 3 mehr, ein direkter Wechsel, Leute, 1, 2, immer schön darauf achten, dass das Standbein stabil bleibt, sehr gut, und die letzten 8, noch 8, 7, 6, machen wir die letzten 4. 4, 3, 2, der letzte und stopp. Running, single, single, halten. Oder langsam. Macht euch stark klar. Bringt die Hände wieder schulterbreit auseinander. Wir beginnen. 7, 7, stopp. Thank you.
Startklar? Hände, Schultern weit. Seid ihr startklar? Yes, come. Und zieh, zieh, stopp. Zieh, zieh, stopp. Zieh, zieh, stopp. Beide Beine schön weit öffnen, Schultern zurück, schaut mal auf meine Fußspitzen. Ich gehe außen, innen. Ihr dreht einfach die Fußspitzen nach vorn, nach außen, nach vorn. Dabei den Oberkörper, Beine aktivieren. Komm, schneller. Weiter. Fünf.
noch ein Stückchen höher. Komm, Tempo. Sehr gut. Und die letzten. Noch 8. Noch 7. Schneller. 6. 4 noch. 3 mehr. 2. Das Tempo. Schaut mir einmal zu. Zweimal. Tief. Ready. Let's go. Schnelle. Tief. Schnelle. Tief. Los geht's. Komm, ich mach's lauter. Das macht ihr so, wie es für euch passt. Dann beginnen wir. Kommt nach unten.
Seid ihr startklar? Bringt die Hände wieder unter eure Schulter. Aus dem Schultergurt rausstützen. Und los geht's. Und wie gesagt, ihr könnt springen oder ihr geht. Yep. Kommt. Zieh durch. Lass den Rücken schön stabil. Die letzte. Acht noch. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2. Stopp. Trinkt einen Schluck, wenn ihr wollt. Machen wir weiter. Jumping Jacks. Wir gehen tief. Ready, let's go. Kommt. Und tief. Sehr gut. Arme richtig lang nach oben ziehen. Noch 30 Sekunden. Die schaffen wir zusammen. Jawohl. Ich weiß, Leute, die Beine werden langsam schwer. Aber ich gebe euch noch 15 Sekunden. 7, 6, 5, noch 4, 2 noch, letzter und stopp. So, Runde 3 und damit die letzte. Gehen wir wieder tief. Halbe Burpees. Und nochmal Luft. Entweder ihr macht es schnell oder ihr macht es moderat. Wir beginnen. Ready. Let's go. Komm. Ihr könnt, wie gesagt, auch nach hinten gehen. Aber wichtig, bleibt immer schön gerade und stabil in eurem Rücken. Komm. Noch 4, 3, 2, jeder noch einen. Und perfekt. So Leute, schnappt euch eine Matte. Weiter geht's am Boden. So, kommt mit mir mit. Oh, Rückenlage. Fühlt sich erstmal ganz gut an. Okay. Beide Fußspitzen aufstellen. Beide Hände kommen hinter den Kopf. Wir gehen, schaut mal. Zur Mitte. Diagonal nach oben. Zur Mitte. Zack. Wenn ihr die Fußspitzen nicht berühren könnt, bleibt ihr hier isoliert. Mitte und hoch. Dann zieht ihr einfach nur das Knie ran. Ja? Zieht und hoch. Nochmal. Kommt hoch. Weiter. Zieht. Kommt hoch. Zieht. Und kommt hoch. Nochmal. Zieht. Hoch. Eure Atmung geht schön mit. Jetzt noch. 8 mehr. 7, 6, 5 mal. Die letzten 4. 4, 3, 2 und stopp. Einmal aufrollen. Jetzt kommt ihr mit mir in die Unterarmplank. Positioniert die Ellenbogen unter euren Schultern. Bleibt hier schön fest. So Leute, entweder ihr haltet hier isoliert in der Plank oder wir gehen nach oben. Vor und zurück. Hand, Hand, Schulter, Schulter, runter, jetzt vor und zurück schieben, vor, zurück. Hand, Hand, Schulter, Schulter, tief, tief, vor und zurück. Hand, Hand, Schulter, Schulter, tief, tief, dreimal noch. Hand, Hand, Schulter, Schulter, tief. Letztes Mal.
Schulter, tief und Pause. Bei dieser Übung startet ihr einmal mit der rechten Hand nach oben und in der nächsten Runde startet ihr mit der linken Hand. Okay? Merkt es euch für Runde 2. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Übung 1. Zur Mitte, zur Seite. Gut, macht euch stark klar. Wir beginnen. Mitte. Zack. Versucht mal schön hoch zu ziehen. Yep. Nochmal. Zieh. Und kommt hoch. Weiter. Let's
massiert. Und stopp. Sehr gut. Ihr Lieben, kurzes Stretching. Macht euch einmal lang. Und jetzt macht ihr es euch einmal ein bisschen gemütlich. Streckt euch lang aus. Die Arme lang und die Beine lang. Seitlich aus. Stellt beide Füße auf. Legt beide Beine geschlossen über die linke Seite und Kopf dreht ihr zur rechten Seite. Kommt zurück zur Mitte und wechselt einmal über die andere Seite. Bein nach oben zur Decke. Das andere Bein lasst ihr lang ausgestreckt. Zieht das Bein zur Brust. Lasst die Ellenbogen und Schultern entspannen. Löst die Spannung und wechselt über die andere Seite. Auch jedes Bein schön lang lassen. Greift an die Außenkante eures Oberschenkels und schaut einmal über die hintere Schulter zurück. Drückt mal richtig mit der Hand gegen die Außenseite eures Oberschenkels. Dann kommt ihr noch ein bisschen weiter in die Rotation. Und ihr wechselt die Seite. Ausatmen. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß.